Was ist da drin? Ne? Sprite und Amaretto. Oh, lecker. Der Witz war so gut, Alter. Oh. Kennst du das, wenn man gleichzeitig trinkt und lacht? Das ist voll scheiße. Muss ich sogar gleichzeitig trinken? Ja. Ich habe gerade die ganze Zeit gelacht und dann musste ich plötzlich trinken. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Waren wir hier schon? Waren wir noch nicht. Alter, das sieht mir hier aus wie eine Grabstätte. Wir haben schon den Masterschlüssel. Was wollen wir denn hier machen? Mann. Da ist was. Oh, das ist irgendwas Dunkles. Schatten. Nein, oh. Das ist sicher Buggy. Meine Rede. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage, aber niemand will mir glauben. Vielleicht soll ich hier einfach mal die Bomben machen. Aber dann sterbe ich. Ach, egal. Das waren seine letzten Worte. Was war das? Was war das? Oh. Pum. Oh, geil. Mann, du musst das dahin tun, wo der schwarze Fleck ist, vielleicht. Mann, das ist doch auch alles völlig egal. Nein, Mann, das ist nicht egal. Ich will alles machen. Da sind 5 Rubine drin. Ja, Mensch, 5 Rubine. Was hast du getan? Ich hab nichts getan. Da kommt einfach so ein Hirnsauger raus. Wie geht das? Wie macht man den nochmal tot? Ich kann's grad nicht glauben. Wie macht man den nochmal tot? Weiß ich nicht. So, hauen. Das ist ja einfach. Was soll das? Alter, das ist krass. Vielleicht ist darum auch so ein riesiges Kreuz so im Raum. Das This is so fucking great. Alter. Da haut er wieder ab. Was soll das denn? Ich würde jetzt echt gerne wissen, was man dafür kriegt. Vielleicht ein Herzteil. So ein Pups? Was? Für so ein Pups? Ja, aber. Mann, 5 Rubine. Das war mal früher ein Zwischenboss. Und jetzt kriegst du 5 Rubine für? Also früher waren die Belohnungen irgendwie besser. Gibt's da nicht irgendwie ein Meme für, das diese Enttäuschung ausdrückt? Vielleicht müssen wir ein neues kreieren. Aber was könnte man dafür nehmen? Haha, Suizid. Ach guck mal, jetzt kommen wir auch wieder ganz einfach zurück. So, jetzt kommen wir zum Endgegner. Weißt du, wer Endgegner ist? Nee. Das ist Zelda. Hm? Hab ich mir gedacht. Ja, ja, es ist der Schatten. Schatten-Zelda. Ja. Zelda ist man doch selber, ne? Ja, hab ich auch gehört. Mann, ey. Pfff, was ist denn da? Warum macht der Körper das eigentlich? Um die ganzen Schnodder da rauszuholen oder um andere Leute anzustecken? Gute Frage. Vielleicht sind die Bakterien dafür schuld. Also, die ist Kitzeln eigentlich, sind eigentlich die will man das gar nicht. Das ist gar nicht vom Körper so gedacht. Vielleicht kitzeln ja so die Nasenhaare. Vielleicht kitzeln ja die Bakterien die Nasen ab. Nein, andersrum. Dann lachen die so laut, dass man niesen muss. Mann, was ist das hier? Muss ich da rein? Muss ich da rein? Ja, bestimmt. Ich will da nicht rein. Was? Geh da jetzt rein. Nein, ich will erst mal. Du bist beim Endgegner und. Vielleicht bringt mir das ja noch was. Das weißt du ja nie. Nein, das geht nicht. Ich geh da jetzt rein. Das war ein Fehler. Brauche ich das Auge der Wahrheit? Sicher.
Oh, das ist so ein mega Trommler. Das ist... Manu Katché. Oh, das ist doch die Hand von Super Smash Bros. Nein. Alter, was geht hier ab? Ich kenne das nicht. Hallo? Das ist voll... Bongo Bongo, bestialische Schattenmonstrosität. Wie macht man die fertig? Irgendwie erstmal die Hände töten und... Das ist Bongo Bongo, diese Schattenbestie ist aus den Tiefen der Hölle auferstanden. Nutze das Auge der Wahrheit. Ja. Was ändert das? Ich glaube, du musst irgendwie erst die Hände töten und dann kannst du ihn töten. Ich glaube, du musst beide bestimmte blau machen. Also ganz viel Alkohol. Oh nein, du bist in einer grünen Suppe gelandet. So was denken sich auch nur Japaner aus. Ne? Und jetzt? Ja, nein. Was muss man jetzt machen? Ich kann es nicht sagen. Warum fragst du mich? Oh Mann. Ja, hast du getroffen? Hau ihn! Ah, tot. Hast du einen Fehl? Hast du einen Fehl? Aber nur eine. Was wir machen müssen. Ja, jetzt kannst du ihn hauen. Ah, hau ihn. Aua, aua. Ich hab da keine Munition mehr. Wofür brauchen die eigentlich? Ja, um die zu sehen. Auch die Hände? Nee, die Hände nicht. Mann, die kann man voll scheiß anvisieren. Was soll denn das? Tut mir leid, Mann. Dann geht das auch nicht. Auch mal was Neues. Ja! Aua, 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 aua. Diesen schönen 6/8-Rhythmus, den ich komme. Den Dreh raus hat, ne? Aua. Aua, aua. Das war einfach. Ja, das war schön. Oh, es gibt ein neues Spiel. Ich kenne den Namen nicht. Aber es geht um Piraten. Spielt man so einen Piratentypen und kann so Leute metzeln und so. Auch voll gute Grafik. Vielleicht kein schlechter Witz dazu sein. Was ist das, The Witcher? Nee. Aber haben wir nicht darüber gesprochen, über das, wie heißt denn das Spiel, was sie bei Game One gespielt haben auf der Gamescom? Ach so, mir fällt der Name immer nicht ein. Ja, mir auch nicht. Wo man so drei... Vier Jäger und einer ist der das Monster. Ne? Das könnten wir eigentlich auch machen. Können wir das können ist wir spielen. Perfekt für Green Targets. Obwohl, nee, wir sind nur vier. Wir brauchen noch einen. Ich hab noch einen. Hast du noch Menschen in der Tasche? Ja. Alle der Weißen? Das ist aber sehr rassistisch. Wie oft dieser Witz... Das ist ja kein Witz. Das ist einfach nur Scheiße. Ja. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Fua. Denn ich bin nicht allein, Prinzessin Zelda. Das Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Ach! What?
Shikas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau vor 7 Jahren, griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Ruhen! Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben, da steht jetzt so diese alte Weise neben und schmeißt dich die ganze Zeit. Geh nun, steh Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Das ist ganz schön ja. Männliche Stimme. Weil Chic ist ja eigentlich. Das ist Impa. Oh, ja. Wer ist denn nochmal? Ach so. Darf ich nicht sagen. Das weiß ich schon niemals. Die ist im Impa? Ist auch der heftigste Spoiler. Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Craft. Weißt du, man hat ja auch gar nichts von, oder? Von der Craft. Also jetzt so. Ja, einfach nur, damit du das alles sammelst. Bitte suche die Prinzessin. Ja, ach nee. Ja, endlich haben wir den schlimmsten Tempel aller Zeiten geschafft. Wer hätte das gedacht? Dass der Schattentempel schlimmer wird als der Wassertempel. Ja, und wir machen jetzt einfach nochmal ein Jahr Pause. Ja, bis zum nächsten Mal. Davon zu erholen. Nee, ja, was geht jetzt ab? Jetzt kommt der letzte Tempel. Wir sind schon voll am Ende, Fuhr. Ja, ich muss jetzt, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Nein, ja. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Erfährt man das noch? Also ich weiß jetzt, wo ich lang muss, aber... Ja, aber kann man noch vorher irgendwas anderes machen? Nee, ne? Aber sonst konnte man immer irgendwas... Ah, ja, okay. Kein Eingangssignal. Ach so, das ist einfach nur, Bildschirmschoner! Perfekt! Perfekt! Ohne Scheiße! Was ist denn, ey? Ja, das haben die jetzt ja auch gar nicht gesehen. Nee. Das ergibt ja alles gar keinen Sinn. Du musst einfach den Bildschirm schwarz machen, dann passt ja. Das. So. Ja, willkommen zurück bei Regal Talk Games. So richtig schlecht. Und wir waren beide auch noch ja. So. Hey, ja, geil, jetzt funktioniert das. Jetzt läuft was. Oh Mann, ja, also wie gesagt, ne, also ich weiß, wo lang. Ja, wir gehen einfach hin. Wir gehen einfach zu hin. Zu den Gerudos, ne? Aber ah, es doch... genau. Was? Ja. Ja, also nee, was mich halt wundert, sonst musst du mal, weißt du, vorher in diesem komischen Eis, dann musst du da in den Brunnen und immer irgendwas vorher noch machen. Ja, stimmt. Ah nee, ach so, ich weiß warum, weil das bei den Gerudos ist ja gar nicht der Tempel, sondern das sind einfach die Gerudos. Komm ich da nicht so hin? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Hm. Ja, du musst ja schon hinreiten, weil du hast ja noch keine Melodie. Ach so, du willst sie. Wie bitte? Bist du blöd? Hallo, mein Name ist Björn. Ich muss da hinrein. Ach so, ah, jetzt macht Sinn. Ey, ich komme nicht über den Fluss. Das ist ein Pixel, der nicht programmiert ist. Ah. Ja, bleib doch stehen, Mann. Uff. Epona, Epona, ich bin ein Pokémon. Epona, Epona. Oh Mann. Hinauf. Herab, Steller. So. Jetzt reiten wir aber sowas von mal dahin. Ich glaube so gar nicht, wie wir da hinreiten. Ist das hier gut? Kannst du hier rechts? Hä? No, doch nicht. Dann lass mich in Ruhe. Ist hier nicht der Hyliasee? Ich weiß es doch nicht. Ich auch nicht. Ich guck einfach auf der Karte. Wie schlecht sind die? Dafür ist die Karte da. Ja, das hilft aber auch nicht. Doch. Ja, das ist richtig hier. Guck, das sieht man doch gleich. Sieht ja auch so wüstig aus, ne? Na, ja, das sieht man doch gleich. Hier, guck. Guck mal, wie schön. Kommt man dafür auch schon hin? Nee, ne?
ging. Nö, irgendwie musste da eine Brücke gebaut werden oder so, ne? Oder müssen wir das jetzt machen? Keine Ahnung. Gerudotal, wunderschön. Ja, so schick.